Hast du schon Post von deiner Bank bekommen mit einer neuen Karte, auf der Debitkarte steht? Ja, die soll Stück für Stück die gute alte Girokarte ablösen. Aber warum eigentlich? Was kann die Debitkarte besser? Die Girokarte oder auch EC-Karte gibt's nur bei uns in Deutschland. Hier können wir damit gebührenfrei bezahlen und abheben. Wenn dieses Maestro- oder VPay-Zeichen drauf ist, geht das auch im europäischen Ausland. Noch. Denn weltweit kann man mit der Girokarte nicht bezahlen. Und wer online shoppt, muss über PayPal oder andere Bezahlsysteme oder eben eine Kreditkarte gehen. Die neue Debitkarte wird weltweit akzeptiert und man bezahlt damit auch im Netz ohne Umwege. Man kann sogar auch größere Summen hinterlegen, was zum Beispiel für die Mietwagenbuchung interessant ist. 2027 ist es soweit, dann wird die Maestro-Funktion abgeschafft und man kann nur noch in Deutschland mit der EC-Karte bezahlen oder Geld abheben.